Vor ein paar Jahren war ich Schichtleiterin in einer örtlichen Bigbox-Apotheke und arbeitete im Lebensmittelgeschäft. Es war direkt gegenüber meinem Hinterhof und ich könnte wahrscheinlich in weniger als einer Minute dorthin sprinten, wenn ich wirklich wollte. Ich bin 30 Jahre alt. Ich habe ziemlich viel trainiert und solange ich noch fit war, war ich immer noch wie ein junges Mädchen. Und das, obwohl ich verheiratet war und ständig angemacht und um ein Date gebeten wurde. Es war ziemlich schmeichelhaft. Aber ich fühlte mich immer sehr unbehaglich dabei. Dieser Laden, in dem ich arbeitete, befand sich in einem sehr merkwürdigen Teil der Stadt. Er befand sich nahe der rechten Seite der Stadt, wo die Karens wohnten, aber auch nah genug an der nicht so guten Seite der Stadt, um die Drogenabhängigen, Betrunkenen und Psychopathen anzuziehen. Wie auch immer, ich bin nicht jemand, der leicht Angst bekommt. Ich hatte jemanden, der auf Meth drauf war und mit seinem Auto gegen den Laden fuhr. Der Grund war der Ananassaft, den wir vergessen hatten. Dann hatte ich einen Mann, der mich anmachte und wirklich hartnäckig war, mit mir zur Tür hinausging und sagte, dass ich eine gute Ehefrau wäre. Jedenfalls begann alles an einem Sonntagmorgen. Ich erinnerte mich an all das, während ich damit beschäftigt war, Verkaufsschilder zu beschriften. Ich arbeitete mit meiner Lieblingskollegin und so verging der Tag wie im Flug. Und ich war an diesem Tag voller Energie. Da kamen ein Mann und sein Sohn direkt in den Laden. Sie beide gingen direkt auf mich zu. Der Mann war wahrscheinlich knapp unter 1,80 groß und er war dünn. Er hatte Dreadlocks und einen langen Silberohrring, der an seinem Ohr baumelte. Er hatte auch diesen hellbraunen Trenchcoat, den ich damals sehr seltsam fand, weil es Sommer war. Nichtsdestotrotz hatte ich sie dann begrüßt und gefragt, ob sie Hilfe bräuchten. Der Mann sprach mit einem jamaikanischen Akzent und er sagte, dass sein GPS nicht mehr funktioniere und er sehen wollte, ob wir welche hätten. Ich gab ein verlegenes Lachen von mir und dachte mir, er wolle mich veräppeln. Nein, das wäre bei Best Buy oder so. Aber wir haben einen kleinen Teil der Elektronik an der Wand hier drüben. Ich zeigte auf die Wand hinter mir. Oh, danke, sagte er und warf einen Blick darauf, aber er behielt mich auch im Auge. Irgendetwas an diesen Augen hat mich eiskalt erwischt. Aber ich fuhr mit meiner Aufgabe für den Tag fort. Und schon rief er nach mir, um mir Fragen zu Ladegeräten und SD-Karten zu stellen. Ich beantwortete sie und dann begann er mir zu erzählen, wie schön ich sei. Etwas verlegen dankte ich ihm dafür. Und du trainierst viel, ja? Fragte er. Ja, Yoga hauptsächlich. Ich antwortete, während ich mich immer unwohler fühlte. Er machte noch einige weitere Bemerkungen über meinen Körper und erzählte mir, wie sehr er meine Tätowierungen liebte. Und er war einfach nur ein Widerling. Ich versuchte jedoch höflich zu bleiben und schließlich ging ich einfach weg, um noch etwas zu arbeiten. Ich begann ihm auszuweichen. Der Mann hielt sein Telefon in der Hand und ich hörte immer wieder das Auslösen einer Kamera. Ich ging ins Büro, um meiner anderen Kollegin davon zu erzählen, der Mann würde mich fotografieren. Und ich fühlte mich wirklich unwohl. Dann kam sie heraus und wachte über mich. Kurz nachdem meine Kollegin auftrat, ging der Mann und sein Sohn dann weg. Als das Ende meiner Schicht kam, hatte ich ihn schon fast vergessen. Ein paar Wochen später stand ich mit meiner Kollegin vorne bei den Kunden und rief sie auf. Wir waren an diesem Tag verdammt beschäftigt, aber ich war der diensthabende Manager. Nachdem wir die Leitung unterbrochen hatten, überreichte sie mir einen Umschlag. Was ist das? Fragte ich sie. Da war ein Mann mit Dreadlocks und er sagte mir, ich solle ihn dir geben, sagte sie. Ich nahm den Umschlag und ging damit in mein Büro. Im Inneren des Umschlags befanden sich dutzende Bilder von mir. Mein Herz blieb stehen. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Fotos gemacht wurden. Die meisten davon waren von mir im Geschäft, während ich arbeitete. Einige sogar von mir auf dem Heimweg. Und einige andere sogar mit meiner Tochter. Mit dabei war eine Notiz. Du bist schön, ich bin in dich verliebt und ich wäre ein viel besserer Ehemann als der, den du jetzt hast. Bitte gib mir eine Chance. Da war definitiv mehr dran, aber es ist jetzt in den polizeilichen Beweismitteln. Der Typ hatte wirklich dummerweise seinen Namen und seine Adresse hinterlassen. Ich habe dann sowohl unseren Filialleiter als auch die Polizei angerufen. Sie nahmen unsere Kameraaufnahmen, meine Aussage, sowie die Bilder und den Brief auf. Sie sagten ihm, dass er sich wirklich von mir fernhalten müsse oder er werde das nächste Mal verhaftet und aus dem Laden verbannt. Ich war wirklich erleichtert. Danach vergingen noch ein paar Wochen und es war wieder mal ein sehr geschäftiger Sonntagabend.
Ich selbst war der diensthabende Manager und mit mir war wieder meine Lieblingskollegin. Wir sprachen gerade miteinander, als ich bemerkte, dass mich jemand beobachtete. Der Mann war groß und von mittlerer Statur. Er hatte Dreadlocks und er hatte denselben Ohrring und denselben langen Trenchcoat wie der andere Mann. Dieser Mann war wirklich unheimlich. Seine Augen waren einfach kalt und wirklich tot und wütend. Es fühlte sich an, als ob sie direkt durch meine Seele hindurchstarrten. Er hatte nichts zu kaufen. Er stand einfach nur da und starrte. Ich versuchte, ihn höflich anzulächeln. Dann kam eine weitere Welle von Kunden. Ich verlor mich darin, allen zu helfen. Dann sah ich den Mann nicht mehr. Selbst als die Lage sich beruhigt hatte, war er weg. Ich beschloss, mich jetzt eine Runde zu entspannen und sagte meiner Mitarbeiterin, sie solle mich rufen, wenn sie mich bräuchte. Als ich wieder dort war, hörte ich diesen jamaikanischen Akzent. Überall. Ich schaute in den Spiegel und sah denselben furchterregenden Mann am Telefon. Nein, es ist nur noch ein anderes Mädchen hier bei ihr. Ich kann sie mir schnappen, wenn sie geht. Ich war absolut entsetzt. Er sah mich nicht. Also machte ich mich langsam auf den Weg wieder nach vorne. Ich erzählte meiner Kollegin kurz, was los war, und rief dann die Polizei und den Filialleiter an. Die Polizei nahm ihn mit. Einige Tage später kam ein Detektiv zu mir, um mit mir zu sprechen. Die beiden Männer waren Brüder. Sie entführten Frauen und benutzten sie tatsächlich für den Menschenhandel. Er sagte mir, ich hätte wirklich Glück gehabt. Später erfuhr ich, dass sie offenbar eine zu Tode verprügelte Frau in ihrer Wohnung gefunden hatten. Seither sind sie beide ins Gefängnis gekommen. Davon habe ich immer noch ganz schlimme Albträume. Was mit dieser Frau passiert ist, hätte mir auch passieren können. Aber Gott sei Dank war es nicht ich.